Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schon und 2 Total War FOTS, unserer ADAF-MDS-Kampagne mit den Aizu. Und im letzten Part haben wir es ja geschafft, Kyushu zu erobern. Kyushu zu erobern, Quatsch. Unsere ersten beiden Provinzen auf Kyushu zu erobern. Und wir machen auch gleich weiter damit. Und erobern noch ein paar mehr Provinzen. Also nicht gleich, aber relativ gleich. Warte mal, ich habe das gar nicht gezeigt, ne? Ja, ich habe gerade Hisen erobert. Ich glaube versehentlich sogar auf Kamera, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Habe jetzt die ganze Kavallerie hier reingezogen, die braucht 7 Runden, um verstärkt zu werden. Kann man leider nichts dran ändern. Ich habe jetzt sämtliche modernisierenden Gebäude abgerissen hier. Und hier habe ich es auch abgerissen und baue jetzt hier ein Gasthaus, eine Polizeistation und ein traditionelles Dojo. Und versuche da halt ein bisschen... ja, ein bisschen traditioneller zu werden. Also dass wir halt hier auch noch Truppen rekrutieren können. Und damit unsere Truppen auch schneller fortgebildet werden. Ihr seht, die sind in 2 Runden wieder einsatzbereit. 3 Runden. Wir machen verdammt viele Einnahmen, können die allerdings überhaupt nicht nutzen. Was echt nervig ist. Deswegen bin ich gerade dabei, hier oben noch eine weitere Armee zu rekrutieren. Und die runterzuschicken. So, wir haben jetzt hier noch einen relativ großen Feind vor uns. Diese grünen Heinis, deren Namen ich gerade nicht weiß. Werden wir aber bestimmt gleich herausfinden, wie die heißen. Das dürfen die hier sein. Die Nobeoka. Die sind jetzt unsere nächsten Gegner auf Kyushu. Und wir haben die Außenpolitik erforscht. Oh, westliche Wirtschaft. Trotz der Aufregung um die Öffnung unserer Häfen für den West bringt der Zugang zu ihrem Wissen im Bereich der Wirtschaft deutliche Vorteile. In welchem Bereich sollen wir Forschung betreiben? Steigung der Produktion, Bauernhöfe. Produktion. Eindeutig Produktion. So, wir haben unser Samurai-Dojo gebaut. In Oshima. Ach so, ja, das habe ich ja schon ausgebaut. Weil ich sonst nichts zu tun habe. Hier in Nusen rekrutiere ich halt, wie gesagt, noch Truppen. Und baue auch noch eine kleine Flotte auf. So. Nächste Runde, seid ihr wieder einsatzfähig? Oh, und wir können jetzt... ja, genau, wir haben ja die Außenpolitik erforscht. Das heißt, wir können jetzt einen Handelsbezirk bauen. Ach nee, können wir nicht. Wir kriegen erst das Angebot. Stimmt. Und da wir nur Französisch und... naja, ich weiß nicht, ob ich das annehmen werde. Hier können wir jedenfalls nochmal eine Polizeistation bauen, um unsere Einflussnahme wieder einmal zu verstärken. Genau. Und hier wird bombardiert, um den Gegner möglichst viel Schaden zuzufügen. Sehr schön. Nächste Runde. Weiter geht's. Oh, die Yosai sind auch schon gelandet. Ja, das ist das Ende der Kaiserlichen. Aber da kommen die Tosa noch mit einer großen Flotte. Oha. Na Mensch, das sieht ja sehr nach einer Seeschlacht aus. Werde ich gleich mal unsere Schiffe runterschicken. An ihrer Stelle hätte ich die Truppen da gelassen, um die Yosai zurückzuschlagen. Aber okay. Wem es gefällt, die Tanegashima erklären uns jetzt den Krieg. Die sind hier unten auf dieser kleinen Popelinsel. Haben nichts zu melden übrigens. So. Shinsengumi steigt einen Rang auf. Shinobi wurde entdeckt. Handel unterbrochen. Oh mein Gott, welches Arschloch hat unseren Handel unterbrochen? Militärmission mit den USA. Nö. Bleibt mir weg, Amis. Bleibt mir weg. So. Weswegen ist unser Handel unterbrochen? Weswegen ist unser Hafen hier zerstört? Unsere Provinz wurde bombardiert. Wer bombardiert denn die Provinz? Haben sie hier irgendwo ein Schiff versteckt, die Arschgeigen? Kann ich mich jetzt allerdings nicht drum kümmern. Ich muss erstmal die Tosa hier auslöschen.
ziehen sich natürlich zurück. War ja irgendwie klar. Naja, wir nehmen jetzt jedenfalls unseren General hier. Rekrutieren ein bisschen Garnison. Und ziehen dann unseren General bupp, hier entlang zu den Gegnern, um sie zu vernichten. Unser Ninja kommt jetzt hier rüber. Schafft es allerdings nicht mal, die Provinz hier zu die Armee hier zu sabotieren. Schade. Naja, gut, okay. So. Hier können wir eine Geisha rekrutieren. Warum nicht? Haben wir sonst zu viel Geld. Hier. Okay. So, nächste Runde. Ey, was machst du da? Arschgeige. Fällt dem ein, unsere Geisha anzugreifen? Ich werde nicht mehr. Oh, da versuchen die Tosa abzuhauen. Na, hoffentlich kriegen wir die noch. Hoffentlich kriegen wir die noch. Ich habe keinen Bock, dass die mir entkommen. Dann landen ihre Truppen irgendwo bei mir in Nagasaki oder sowas und ich habe Probleme. Toll. Nee. Unser Shinobi wurde entdeckt, das ist mir egal. Attentatsversuch, habe ich gesehen. Nagasaki wurde wieder mal bombardiert. Wachsende Unruhe in Nagasaki. Und wir haben massig kommerzielle Bauernhöfe gebaut. Und sollten jetzt auf unsere Modernisierung aufpassen. Sag mal, wo sind die Dosa jetzt abgehauen? Hä? Sind die hier rüber gesegelt? Na toll. So. Rekrutieren wir einen Shinsengumi. Und ach so, wir können den Typen gar nicht verführen. Na super. Müssen wir versuchen, unseren Attentäter darauf zu setzen. Okay, Armee zieht weiter. Ich baue hier schön weiter meine Garnisonstruppen. Hier in Usen wird weiterhin Armee rekrutiert. Die Festung wird ausgebaut. Ein paar Yarikachi auch noch dazu. Hier hockt noch ein Shinsengumi rum, den sollte ich vielleicht mal irgendwie an Land holen. Wäre vielleicht mal ganz praktisch. Damit er auch mal irgendwas erledigen kann. Oh, da haben die Saga ja noch eine Armee in the petto. Das wird spannend. Wenn wir die auf der Insel festhalten können mit unserer Flotte, dann wird das echt cool. Okay. Und die Yosai ziehen einfach weiter und überlassen ihre Stadt den Saga. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Sollen sie mal machen, ist nicht mein Problem. Ja, ich weiß, Handel ist unterbrochen, weil die es mit ihrer verdämlichen Militärmission mit den Franzosen. Was will ich denn von den Franzosen? Na gut, okay. Ich handel mit den Franzosen. Hier in Hisen bauen wir auch nochmal schön. Und marschieren dann nächste Runde auf Tsukushi. Unser Ninja versucht jetzt hier mal den Shinsengumi, den Ishii zu töten. Hat er sogar geschafft, der alte Sack. Sehr schön. Wie lange braucht diese Armee hier noch, um fortgebildet zu werden? 3 Runden, 6 Runden. Da hole ich mir lieber Kavallerie von hier hinten, das geht schneller. Usen wieder mal. Ach nee, habe ich ja gerade. Okay. Dann beenden wir die Runde wieder. Ich hätte unsere Flotte vielleicht. Die habe ich jetzt vergessen. Wahrscheinlich werden die Tosa jetzt gleich landen. Ja, super. Ihr Saga. Ihr Yosai seid so intelligent. Das glaube ich echt nicht, wie intelligent die sind. Ja, Mensch, da sind die Saga. Lasst uns mal unsere Armee wegziehen. Die können uns ja sowieso nichts. Die sind echt dumm. Sehr dumm. Oh,
Das sieht aus wie eine große Armee. Sehr große Armee. Aua. Ich habe mich gerade gestoßen. Okay. Schauen wir mal. Bericht des Quartiermeisters. Sehr schön. Wenn ich die hier verstecke, können sie den noch zur Hilfe eilen. Hihihi. Gar nicht mal so schlecht eigentlich die Idee. Muss ich jetzt gerade mal so sagen. Nehmen wir uns mal die Geisha hier vor. Die ist weg. Sehr schön. Unser Shinsengumi ist auf Rang 2 aufgestiegen. Geben wir ihm mal einen Bonus auf Attentate. Und versuchen hier mal einen General zu verführen. Auch wenn es wahrscheinlich sowieso nicht klappen wird, aber man kann es ja mal probieren, ne? Oh, wir sind mit dem Matsue in Krieg. Ich dachte, das wäre Shogunatstreue gewesen. Aha. Das wusste ich nicht. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir werden wahrscheinlich hier eine Flotte stationieren müssen. So wie die Obama es bereits getan haben. Um zu verhindern, dass die Matsue darüber lautschen. Okay. Gucken wir nochmal ganz kurz, was unsere Rekrutierung hier angeht. In Uzen. Da holen wir nochmal zwei Katnanakachis rein. Und beenden die Runde. So. Tü-tü-tü. Oh Gott, was haben die denn für eine große Armee da noch stehen? Jetzt wird's echt schwierig. Jetzt wird's echt schwierig. Die haben ziemlich gute Truppen dann doch noch. Wenn man so drüber nachdenkt, die kann man auch nicht automatisch machen, die Schlachten, weil der Computer das so verdammt heftig wertet. Haben die beide Armeen entdeckt oder warum fallen sie nicht rollenfrei? Ja, die haben beide Armeen natürlich entdeckt, so eine Scheiße. So, machen wir die mal platt. Guckt euch mal an, wie viele Verluste wir erlitten haben bei diesen wenigen Einheiten. Aber okay. Egal, ich sag dazu nichts mehr. So, wir hauen jetzt unseren Shinobi hier hin und versuchen mal ein paar Leute zu töten. Na, verwundet ist er immerhin schon mal etwas. So, reparieren wir mal wieder. Bauen eine Spielhalle, so. Ach, der kann ja auch Attentate ausführen, ne? Versuchen wir es mit dem auch nochmal. Okay, so, das bedeutet, ich schicke jetzt unsere Flotte hier hinter, um mal zu gucken, wer mir die ganze Zeit da alles wegbombardiert. Ah.
Interessant. So, wenn wir mal gucken, ob was noch passiert, die Josei. Also alle Shogunatsleute haben da verdammt große Armeen rumstehen, aber machen tun sie mit denen auch nichts. Unser Shinobi wurde entdeckt, Baubericht, Bericht des Quartiermeisters. Okay, schauen wir mal hier. Bauen wir noch Meisterdojo und Polizeiamt. Und in Usen haben wir die Festung gebaut. Jetzt habe ich hier die kommerziellen Bauernhöfe da unten, da links rumbaggen. Bauen wir gleich mal zu einem Schloss aus. Rekrutieren noch ein paar Shogitai. Lenken die Armee hier ab, was natürlich nicht klappt. Töten dann, versuchen dann, den Erben zu töten. Da verwundet haben wir ihn immerhin. Geheimaktion bei Attentaten hoch. So. Es wird ein Unruhestifter, den werde ich jetzt hier mal ein bisschen rumschicken und versuchen, ob wir hier ein paar Unruhen verbreiten können. Wir haben echt böse Truppen hier. Verdammt böse Truppen haben die da stehen. Aber okay. Oh, ich kann ja echt von jedem Agenten irgendwas rekrutieren, ne? Es wird hier Agenten-Spam betrieben, aber richtig. Die Typen werde ich echt unter Druck setzen. Warte, hier haben wir noch unseren Ninja, unseren Shinobi meine ich. Den holen wir uns auch noch dazu. Auf der Flotte. Da ist überhaupt kein Schiff, das mich bombardiert. Wie machen die denn das dann die ganze Zeit? Komisch. Ich habe Schnupfen. Scheiße. Hä? Ich verstehe es nicht, aber okay. Unser Shinobi wurde entdeckt. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Und das ist Winter. Oh Gott. Wir stehen in der feindlichen Provinz im Winter. Brr. Nein. Nein. Immer noch nicht. Ach, Leute. Oh Mann, warum ist diese Armee-Sabotage fehlgeschlagen? Müll. Totaler Müll. Wir müssen jetzt versuchen, die ganzen Armeen hier zu sabotieren. Die Truppen hier bestechen wir mal. Aber es sind Schießpulvereinheiten, deswegen werden sie aufgelöst. Ich brauche euch nicht. Was sie von sich denken, ey. Ob ich die gebrauchen könnte. Okay. Na gut, okay. Ich würde mal sagen, wie das hier weitergeht. Ich überlege mir gerade noch ein bisschen was. Das sehen wir dann im nächsten Part. Also, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, meine lieben Freunde, macht's gut und auf Wiedersehen.